Willkommen zurück zu Stardew Valley. Sehr gut. Es regnet. Verinseln. Haben wir dieses mit den Edelsteinen schon fertig? Das mit den Edelsteinen. Was ist das mit den Edelsteinen? Dass diese komischen Vögel auf der Insel oder in jeder Himmelsrichtung einen Edelstein droppen? Gute Frage. Ich glaube nämlich, da fehlt noch irgendwas. Die Kiebohnen sind natürlich noch nicht fertig. Wir haben, wie viel brauchen wir dann von diesem lilanen Zeug? Krokusse sind lila. Davon haben wir 100. Oh, okay. Aber man kann doch bestimmt auch verschiedene Sachen, oder? Oder muss man 100 von einer? Nee, das können verschiedene sein. Ich hab wir auch haben alles zusammengekramt. Sebastian, hier, Christen Sashimi. Hey, die Bohnen sind fast reif. Ja, meine sind noch nicht reif hier, also die brauchen wahrscheinlich doch noch bis morgen. Ich dachte, die wären vielleicht heute fertig, aber ich irrte mich. Oh, Tomaten, cool. Ja, das ist auf der Insel sind, ich glaube, hauptsächlich Sachen angepflanzt, die nur die mehrfach tragen. Was natürlich total toll ist, aber bei dem, wenn man Platz für Kiebohnen braucht, dann doch nicht mehr ganz so toll. Ich guck mal, ob ich schon Stuff ab, ob ich noch ein bisschen was abgeben kann bei Mr. Key. Es hieß zwar, dass wir genug haben schon, aber. Denk mal, grün und blau kriege ich mit der Insel auch fertig. Weil hier so viel Hopfen und Blaubeeren stehen. So, wie sieht es aus hier? Genau, rot ist fast fertig, grün ist fast fertig, blau ist fast fertig, lila habe ich noch nichts und orange habe ich noch nichts. Also rot, blau und grün wächst auch genug auf der Insel, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Orange. Orange war Kupfererz, hat man gesagt, ne? Ja. Dann muss ich das irgendwann mal abholen. Also ich muss jetzt den Vogel suchen, ne? Was bringt das oder haben wir das schon fertig? Woher weiß ich das, ob das fertig ist? Ob da im Dschungel Edelsteine auf diesem Schrein liegen oder nicht. Dann gucke ich das mal nach. Junge hat sie gesagt. Und dann siehst du auch, welcher noch fehlt, wenn. So, Dschungel. Und dann musste ich im Dschungel nach. Rechts oben. Rechts da, wo oben. Dieser Pfad weitergeht. Ein Stück hoch? Ja, ne? Genau. So, es fehlt noch eine. Und was ist. Es fehlt noch eine. Wo? Hier ist grün, da ist rot. Ah, da den ist grün gelb. Kann ich nicht sehen von hier. Das heißt, es fehlt jetzt noch. Dann geh mal zum Hafen und guck mal, ob da. Okay, Hafen. Einer was hinschmeißt. Ich gehe zum Hafen und guck, ob da jemand was hinschmeißt. Du machst Wein, oder Manu? Wein? Hey, das ist er bestimmt. Guck mal, der kleine Blaue da. Kusch, kusch. Geh weg. Aha, ein Aquamarin. Ja, sehr gut. Dann haben wir ja alle beisammen. Jetzt wird richtig abgewalnust. Erschrocken. 5 goldene Walnüsse! Yeah! Kann man das mehrmals machen? Nee. Okay.
Dann kann ich ja jetzt nochmal zum Vogel und ihn fragen, wo die nächsten sind, oder? Leo, du stehst ein bisschen im Weg. Doch nicht. Ah! Quark, Gurp! Ah, ein Schlemmerfrosch. Okay, Knoblauch. Das ist ja bereits in Arbeit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, dann, ich glaube, auf der Insel komme ich am besten an Kibon, wenn ich angel. Bin ich dabei. Ah, da ist ein Johann, cool. Ja, hallo, sind Johann. Dabei. Gehen wir zusammen angeln? Ja. Cool. Im Kai, wollen wir nicht im Ozean? Da habe ich gestern ganz viele Schatz gefunden. Gehen wir zu uns. Ich habe dann dieser Gesellschaft geleistet. Die ist zwar jetzt nicht da, aber naja. Es regnet ja, also nicht. Ich hab jetzt Maus. Weißt du, was noch fehlt, Alex? Sven? Ja, das auch. Oh, so ein Bier beim Angeln. Ja, hast du eins dabei? Ja, hab ich verkauft. Ich müsste mal im Haus dann nochmal nach. Naja, gut. Dann haben wir halt keins. Psst. Trash. No, no. Noch ein Schlangenschädel. Noch einer. Es beißt nichts an. Boah, eine Schatzwörter angebissen. Das kann doch nicht sein. War das noch ein Schlangenschädel? Wie viele Schlangenschädel gibt's? Das. Oh, du drei blöder Fisch. Hintereinander. Geh nach oben zur Schatztruhe. Ich brauch doch die Schatztruhe. Oh. Das ist ein Schlangenschädel. Nein. Hoppala. Zu früh die Angel eingeholt. Hey, Schlangenschädel! Bist du dir sicher, dass das so eine gute Position hier ist zu machen? Ja, die ist mega gut. Um Schlangenschädel zu angeln? Ich weiß nicht, also ja, ich hatte sonst in dem Teich in der Mitte von diesem Inselabschnitt geangelt. Da kam aber keine Schatztruhe und hier kriege ich ab und zu mal eine Schatztruhe. Oh, der Fisch fliegt. Fliegender Fisch, fliegender Fisch, fliegender Fisch. Lassen sich hier aber auch Zeit. Oh! Yeah, eine Kimone! Wenn man vom Teufel spricht. Nice, Johann. Halt, die Bohnen lassen sich aber wieder Zeit. Ja, heute ist es sehr mau. Vielleicht haben wir heute niedriges Daily Luck. 6! Oh! Sehr gut, Konrad. Okay, das ist meine Chance aufzuholen. Hier ist eine Schatztruhe. Timo hat gesagt, da können 5 drin sein. Ich hatte schon 2 Truhen und da war nur Mist drin. Kohle und
Das stimmt, ja. Ja, kann aber ich an. Du bist MVP. Wo bist du gerade, Konrad? Er zählt da seine Finger. Die Ausbeute so gut ist, muss ich da auch hin, wo Konrad ist. Konrad ist, glaube ich, in der Mine, hat er gesagt, ne? Die Mine. Hm. Ist klar. Geh ich dann auch gleich mal hin. Wow! Pretty jumpy! Oh, eine super Seegurke! Boah, zweite Kugel. Hey, die ist bestimmt lila. Nur 100 Stück davon, dann haben wir es. Oh. Ja. Oh. Nice. Lila. Lila ist schon voll. Was hat es jetzt genommen für lila? Void Essence. Davon so, jetzt habe ich auch 5 Kugeln. Wir hatten 300 Void, hab ich Void Essence. Und das war lila, das ist ja super. Danke, Timo. Hast du die auch schon abgegeben? Ja. Ja. Cool. Es fehlen jetzt noch 40 rote und 23 grüne. Bei grün dachte ich, könnten wir vielleicht diese Schleime nehmen. Wie heißen die denn, die Algen? Die habe ich gesehen in der Truhe irgendwo. Ich nehme sonst den Hopfen. Der wird, glaube ich, gerade täglich fertig. Naja, gut, stimmt. Wir haben sehr viele Hopfen. Und für rot habe ich dann sonst die Peperonis. Die werden, ich weiß nicht, wie lange die brauchen, um fertig zu werden. Aber das steht alles noch auf der Insel. Ich habe noch sehr viele Peperonis auf der Insel. Die könnt ihr dann nehmen. Ja. Oh ja. Hopfen habe ich auch das, ganz. Dann mache ich das mal fertig. Ich bin da auch gerade auf der Insel. Okay. Ja, sehr gut. Letzter Fisch, Johann. Wir müssen nämlich noch pflanzen. Okay. Also ich gehe schon mal rüber. Ich habe, heute keine nennenswerte Ausbeute. 2 Keybohnen. Aber naja. Jede Bohne hilft. Ich habe 6. Ich habe auch 6. Stark. Ich habe 4. Konrad? Das ist MVP. Team. Geschafft. Ja. Zauber, haben wir jetzt, wie funktioniert das, sag mal schnell. Was meinst du? Mit diesen Dingern, die wir kriegen, Key-Diamanten oder so. Jetzt haben wir 35, glaube ich, stand da. So wie Walnüsse. Haben wir die so shared? Ich glaube ja. Okay. Habt ihr auch 35? Ich habe auch 35 da hier stehen. Na, guck mal. Wie viel Platz brauchst du, Johann? Was? Für Keybohnen? Ich habe jetzt gerade 2 dabei. Den Rest habe ich in der Farm schon gepflanzt. Ja, wir können ja auch noch Erdbeeren wegmachen. Davon gibt es auf jeden Fall genug. Okay. Ja, ich glaube, so viel haben wir nicht, Tibor. Ich habe eigentlich schon eingepflanzt. Warum, alles jetzt gut, ich auch 7. Das reicht. Ab ins Bett. Nice, Manu. Noch ein paar Bäume gefällt. Mein Bier ist fertig. Dein Bier? Haha, glaubst du? Oh nein. Sie nannten ihn den Bierdieb. Schlimmste Dieb, den es gibt. Das war sein zweiter Spitzname. Manu ist noch unterwegs. Noch geschafft, gerade so. Oh. Fischen Stufe 8. Sammeln Stufe 9. Nice.
Eine Mauerausbeute von lediglich 41.000 Gold heute. Das ist ja erbärmlich. Nein, Quatsch. Sehr gut. Wer verkauft denn Batterien? Die brauchen wir doch. Für Lampen. Waren bestimmt noch nicht hell genug. Ja, ich habe im Moment noch Fackeln auf dem Holzhof stehen. Ich hätte da gerne Lampen. Ah, ist schon okay. Wir brauchen bestimmt das Geld auch ganz dringend. Was machen wir morgen? Keybone suchen. Keybone, Keybone, Keybone. Wird dann mich vielleicht auch in die Mine verdrücken. Scheint da eine gute Ausbeute zu geben. Ja, mach das. Morgen also Mine mit Johann. Ich glaube, ich bleibe auf der Insel. Ich muss morgen wahrscheinlich die Keybone ernten und versaaten. Und dann kann ich noch ein bisschen angeln. Hey, vielleicht komme ich auf Stufe 9 irgendwann. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao. Thank you.